Und sie haben in den letzten 8 Partien keinen einzigen Treffer kassiert. Ob diese Erfolgsserie heute anhielt, das sagt Ihnen Peter Börner. Veit Florian Banser mit 9 Treffern, der Torjäger des 1. FC Magdeburg, nach 2-monatiger Verletzungspause erstmals von Beginn an wieder mit von der Partie. Gegen Eintracht Sondershausen, Pitt Grundmann mit der ersten Möglichkeit, der Verteidiger bei Eckbällen immer gefährlich vorne mit dabei. Banser merkte man noch die fehlende Spielpraxis an, dafür sorgten seine Kollegen weiter für Gefahr, diesmal versuchte sich André Beise. Sondershausen harmlos. Magdeburgs Torwart Christian Beer sollte wohl auch im 9. Spiel ohne Gegentreffer bleiben. So konnte sich Verteidiger Grundmann immer wieder nach vorn orientieren und hatte nach einer halben Stunde die Riesenchance, per Kopf die Führung zu erzielen. Die ließ noch auf sich warten. Kurz vor dem Pausenpfiff konnten dann aber die 1.500 Zuschauer endlich jubeln. Großen Anteil daran hatte eine schlafende Gästemannschaft und ein aufgeweckter Veit Florian Banser. Der 22-jährige Versicherungskaufmann mit seinem 10. Saisontreffer. Das 1:0 auch der Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel dann auch der wieder aufgerückte Grundmann erfolgreich. Das 2:0 in der 59. Minute. Immerhin Tor Nummer 7 für den Verteidiger. Ein bisschen Glück für den FCM 3 Minuten später, dass der Schiri nach dieser Aktion 11 Meter pfeift. Den fälligen Strafstoß verwandelte Kapitän Mario Kalnick sicher. Nur kurze Zeit später wird dann Banser von den Beinen geholt, der sich dabei leicht verletzt. Wieder ertönt der Elfmeterpfiff, wieder tritt Kalnick an, der sich diesmal die andere Ecke aussucht. Kollege Banser trotz seiner Auswechslung rundum zufrieden. Ja, ich habe mich eigentlich gefreut, dass ich von Anfang an spielen durfte, dass der Trainer mich reingelassen hat. Und ja, ein Tor ist immer Grund zur Freude. Ohne Gegenwehr gewinnen die Magdeburger am Ende 4:0 gegen Sondershausen, bleiben damit auf Rang 4 in der Tabelle und nach dem Spiel gefragte Autogrammgeber.